Willkommen und Namaste. Mit diesem Video, das wir heute praktizieren, möchte ich mit dir das Verhältnis aus Routine und Veränderung näher anschauen. Das war ein Thema, das uns schon im letzten Video begegnete, und das war das Video über die Jahresanfangsmeditation. Wenn du das nicht mitgemacht hast, dieses Video aber nachmachen möchtest, denn da ging es auch in einer längeren Meditation viel um Veränderung und Routine, gerade zum Jahreswechsel, dann verlinke ich dir das einfach nochmal unten in den Shownotes. Und wir werden heute dieses Thema Routine und Veränderung in eine etwas längere Yoga-Praxis für den Körper integrieren. In dem Sinn haben wir eine Routine im Yoga, denn, oder auch in den Bewegungen, die wir machen, denn wir machen gerne etwas, das uns vertraut ist und auch sicherlich auch bequem ist oder eben gewohnt ist. Und das werden wir auch am Anfang dieser Yoga-Praxis machen. Wir werden sie klein beginnen, mit kleinen Bewegungselementen spielen, werden sie dann vergrößern zu einem Sonnengruß und lassen über mehrere Runden hinweg, also über etwas längere Zeiträume, diesen Sonnengruß zu einer Routine werden. Und aus diesem Routinierten und Gewohnten brechen wir dann wieder auf, werden lebendig oder verändern etwas und schaffen etwas Neues. Ich werde auch die in der Yoga-Praxis selbst in bestimmten Haltungen und Stellungen immer wieder auch Veränderungen oder Adaptionen anbieten. Und da kannst du für dich schauen, was ist für dich heute gut, was ist vielleicht das, was du gewohnterweise, normalerweise machst und wo bist du heute offen für Veränderungen oder etwas anderes. Ja, lass uns beginnen mit einem bequemen Sitz. Wenn du ihn gefunden hast, dann schließ gern die Augen. Und verbinde dich mit einer Art einer beobachtenden Instanz in dir, als hättest du eine Persönlichkeit in dir, die einfach nur beobachtet, die ein Zeuge ist, was jetzt ist. Und das Beobachten ist etwas Wertneutrales. Da geht es nicht darum, verhaftet zu sein in dem, was ist, vielleicht in den Dingen, die du beobachtest und wahrnimmst in dir, sondern davon etwas Abstand zu schaffen und das ganz neutral, ganz wertfrei zu beobachten. Beobachte dein Körpergefühl. Wo ist etwas vielleicht fest im Moment? Wo spürst du Anspannung? Und beobachte das nur. Wo spürst du Entspannung oder Lebendigkeit oder Beweglichkeit? Kannst du die Atmung in dir spüren? Jetzt möchte ich dich einladen, den Sitz einfach mal zu verändern, denn unbewusst oder bewusst nehmen wir oft immer den gleichen Sitz ein. Ich beispielsweise habe immer das eine Bein standardmäßig vor, und wenn ich hier verschränkt sitze. Und manchmal fällt das gar nicht auf, manchmal wird es aber auch bewusst. Lass uns das einfach mal verändern. Wenn du hier im Schneidersitz bist, dann bring einfach das andere Bein mal nach vorne oder verändere den Sitz so für dich auf eine andere Art und Weise.
Vielleicht auch im Gefühl der Aufrichtung oder in der Höhe deines Beckens über die Unterlage unter dir. Vielleicht möchtest du mal die Hände woanders hinbringen. Und dann bring den Blick wieder zu dir, beobachte. Hat sich was verändert? Das ist vielleicht auch ungewohnter und etwas, das sich verändert und ungewohnt wird, das fällt auf, das wird uns bewusst. Beobachte also, was sich hier verändert hat. Das kann natürlich im Körper selbst sein, über die Gelenke, die anders ausgerichtet sind, über die Muskulatur, die anders jetzt gefordert ist, über andere Dehnungen. Manchmal wirkt es bis in die Atmung und ihren Fluss, beobachte das auch. Wie atmet es jetzt in dir? Und dann nimm auch den Geist wahr, so als würde dieses Beobachten in dir auch beobachten, was du denkst, was da vor sich geht. Manchmal kommen da immer wieder die gleichen Gedanken. Wie eine Routine, die immer wieder abläuft. Und wenn dir das bewusst wird und auffällt, dann kannst du da auch gerne eine Veränderung hineinbringen. Dich auf was anderes fokussieren, auf etwas in dir, den Körper, die Atmung oder etwas, das du jetzt beobachten möchtest. Oder mal diese Gedankenroutine zu durchbrechen, wenn du die Gedanken ausatmest. Nicht um sie zu vergessen oder zu verdrängen, sondern für den Moment einmal zur Seite zu bringen. Jetzt würdest du das, an was du denkst, zur Seite ablegen. Und dann kann es nach dieser Yoga-Praxis wieder präsenter werden, kannst du die Gedanken wieder aufnehmen und da weitermachen. Ausatmen, die Gedanken zur Seite bringen. Und dann bekommen in der Einatmung mehr Präsenz für das Jetzt, für diesen Augenblick, in dem du jetzt bist. Noch zwei, drei bewusste, fließende Atemzüge. Und dann öffne wieder die Augen und wechsel zum Vierfüßler. Wir werden jetzt eine kleine Yoga-Praxis beginnen. Wir bauen sie sanft auf und in kleinen Bewegungen auf und lassen sie dann im Laufe der Zeit immer größer werden, bis hin zum Sonnengruß. Jetzt im Vierfüßler, richte ihn für dich gut ein, die Hände dort, wo sie wohl positioniert sind. Das kann direkt unter den Schultergelenken sein oder mit den Handgelenken etwas vor den Schultergelenken, wenn sich das angenehmer anfühlt. Fächle die Finger auf, lass die Hände in die Matte sinken. Und komm in den Katzenbuckel, roll dich ein, mach dich rund. Sorg den Bauchnabel sanft nach oben, heb die Flanken hoch, roll den Kopf ein, bring den Blick Richtung Becken. Und dann der Pferderücken, tauch mit der Wirbelsäule nach unten ein, tauch in den Schultergürtel ein und dann heb den Blick nach vorn in die Welt. Heb dein Brustbein hoch. Noch einmal in den Katzenbuckel gleiten,
den Rücken runden, nach oben führen, die Hände in den Boden drücken und zum Pferderücken gleiten. Wirbelsäule taucht ein, der Kopf hebt sich, der Blick geht nach vorn. Und noch eine Runde bitte. Wenn du im Pferderücken ankommst, dann bleib dort, atme. Wir beginnen das ganz bewusst noch einmal neu aufzubauen. Jetzt Schritt für Schritt durch den Rücken hindurch. Kipp bitte erst dein Becken nach hinten. Also schieb dein Steißbein nach hinten runter. Dein Becken rollt ein. Dann heb die Lendenwirbelsäule nach oben. Wander nach vorn zur Brustwirbelsäule. Heb die nach oben. Drück die Hände nach unten. Und roll den Kopf ganz am Ende ein, in den Blick Richtung Becken. Das gleiche wieder vom Becken beginnend in den Pferderücken, nur das Becken bewegen, kipp es nach vorn aus, dann taucht die Lendenwirbelsäule nach unten ein, dann folgt die Brustwirbelsäule, am Ende der Kopf, der sich hebt und der Blick nach vorn kommt. Und dann mach das für dich weiter, beginn es immer am Becken und versuch das wirklich bewusst und in Ruhe zu machen. Es ist so eine Art Routine werden und Routinen haben den Vorteil, dass wir da gar nicht mehr so wirklich nachdenken müssen, was wir machen. Lass das also fließender werden. Und dann finde in diesem Bewegungsfluss, den wir hier aufgebaut haben, auch eine passende Atmung. Noch zweimal bitte. Das nächste Mal der Pferderücken, bleib hier und schieb dich zum Kind, das Gesäß Richtung Fersen, leg dich auf die Oberschenkel, lass die Stirn Richtung Erde sinken, dann gleite mit den Armen nach vorn, fächer die Finger noch einmal auf und komm wieder nach oben in den Katzenbuckel, wieder vom Becken beginnend in die Bewegung durch die Wirbelsäule zum Pferderücken fließen. Und jetzt wieder zurück zum Kind. Das ist die sogenannte kleine Bewegungswelle. Einatmen nach oben, über den Katzenbuckel zum Pferderücken. Bis dahin einatmen. Ausatmen, langsam wieder zurück zum Kind. Einatmen nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, das Kind. Mach das in deinem Fluss weiter. Noch eine Runde zum letzten Kind. Bleib hier, atme, schieb dein Gesäß Richtung Fersen, krabbel mit den Händen nach vorn und beginn dich zu strecken, so als würdest du Weite schaffen zwischen den Hüften und den Handgelenken. Gib der Atmung Raum im Rücken. Mit der nächsten Einatmung tauch auf. Wir werden größer in der Bewegung. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, die Füße aufstellen, wir gehen hoch zum abwärts schauenden Hund. Dann bleib hier einen Moment und beweg dich. Das können routinierte Bewegungen sein, beispielsweise ein Knie beugen, eins strecken. Es können auch
ungewohntere Bewegungen werden. Vielleicht hast du eine Idee, einen Körperwunsch, der sich jetzt manifestiert. Und dann lass diese Bewegungen kreativ werden. Und dann komm wieder zurück in den Katzenbuckel, die Knie sanft senken, Katzenbuckel, Pferderücken und das Kind. Atme hier tief aus. Atme ein, komm nach oben in den Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, streck dich hoch, drück die Hände nach unten, schieb dein Becken hoch, senk die Fersen. Einatmen, zurück, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind und das machen wir weiter. Ein nach oben, Katze, Pferd, ausatmen, der Hund, weit hochstrecken, einatmen, zurück, Katze und Pferd, ausatmen, das Kind. Ein nach oben, Katze und Pferd, ausatmen zum Hund, einatmen, zurück, Katze und Pferd. Ausatmen, das Kind. Noch einmal. Einatmen hoch. Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Eine Veränderung. Einatmen in den Liegestütz. Streck dich. Ausatmen, der Hund. Einatmen, der Liegestütz. Ausatmen, der Hund. Einatmen, der Liegestütz. Ausatmen, der Hund. Einatmen, zurück in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben. Katze und Pferd. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der Liegestütz. Und dann bleib hier einen Augenblick. Gib der Atmung Raum, schieb die Hände in die Matte und streck die Rückseite. Schieb die Fersen zurück, streb mit dem Scheitel nach vorn. Atmen, beobachten. Rechtes Bein heben, beobachte, was sich verändert. Bring das rechte Bein zurück. Linkes Bein heben, beobachten auch den Körperseiten. Und wieder zurück. Ausatmen in den Hund. Einatmen Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen das Kind. Bring die Handrücken zur Erde und beweg die Hände und Finger und Handgelenke. Kleine Pause. Tief durchatmen. Fächer die Finger auf, saug sie in die Matte, schieb dann Hüfte Richtung Fersen. Einatmen, komm hoch, Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Einatmen, der Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz, die Ellenbogen an den Körper beugen. Einatmen, halten über dem Boden. Ausatmen, ablegen. Leg die Füße ab, roll dein Becken ein wenig ein, schieb dein Steißbein zurück, schließ den Boden des Beckens, stütz die Hände an den seitlichen Rippen auf, roll die Schultern ein paar Mal weich zurück. Noch einmal Schultern weich und weit zurückrollen. Und jetzt hebt dein Brustbein sanft hoch. Bring den Blick nach vorn für eine kleine Kobra. Atme ein, atme aus, komm zurück Richtung Yogamatte. Einatmen, nach oben rollen. Ausatmen, zurückkommen. Noch 4 Runden. Du kannst gerne auch immer mal mit der Höhe spielen. Mal höher oder mal nicht so hoch in dieser Kobra auftauchen. Einmal noch bitte einatmend nach vorn hochziehen in die Kobra. Schieb die Hände Richtung Füße, zieh dich weit nach vorn hoch. Ausatmen, komm zurück in den Hund. Einatmen, mit den Füßen nach vorn Richtung Hände wandern. Ausatmen, eine weiche Vorbeuge. Und dann bleib hier einen Augenblick, beug die Knie.
und lass den Oberkörper weich nach unten gleiten. Dann finde für dich Bewegungen. Vielleicht routinierte, die du hier gerne machst an dieser Stelle, an dieser Position, oder auch mal ungewohnte. Mal was schütteln, federn, schaukeln, schwingen, drehen, was auch immer du magst. Dann komm wieder zurück, lass die Arme ausgleiten. Komm in die halbe Vorbeuge, die Knie leicht gebeugt, stütz die Hände an die Oberschenkel oder an die Schienbeine, streck dich nach vorn und jetzt drück die Hände gegen die Beine, dann schieb dein Scheitel weiter vor. Der Rücken wird länger, atme ein, atme aus in die Vorbeuge. Nochmal einatmen in die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, ausatmen die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, die Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmen, Knie beugen, Oberkörper in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, komm nach oben. Breite die Arme über die Seite nach oben aus. Die Hände über den Kopf. Ausatmen, die Hände zur Stirn, zum Mund, zum Brustbein. Einatmen, Knie etwas beugen. Tauch ein mit den Fingerkuppen Richtung Knie. Komm über vorn hoch in den Stand. Ausatmen, öffne die Arme. Bring die Hände zurück zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben. Die Arme über den Kopf, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, die Arme über die Seite zurück, Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, über vorn hochkommen, den Boden wegdrücken. Sanft zurücklehnen. Ausatmen, eine Vorbeuge, die Knie beugen, Oberkörper entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, ein langer Rücken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Ein über die Hocke auftauchen, Arme zur Seite ausbreiten, nach oben über den Kopf. Ausatmen, die Hände vor die Stirn, Mund und Herz. Einatmen, Knie beugen, über vorn auftauchen, die Arme neben oder hinter die Ohren fließen lassen. Ausatmen, eine Vorbeuge, Knie beugen, Oberkörper nach unten gleiten lassen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, ein langer Rücken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Zieh die Beinmuskulatur hoch, mach dich lang. Ausatmen, die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, über vorn hochkommen. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge lang werden. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten. Die Beine ein bisschen mehr strecken am Ende dieser Vorbeuge. Jetzt eine Veränderung, Knie etwas beugen, einatmen, rechten Fuß, einen Ausfallschritt zurück. Das Becken tiefer, den Blick nach vorn bringen, ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Der Blick Richtung Beine oder Becken. Aus, einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Wir verbinden also diese Elemente jetzt miteinander. Einatmen, komm hoch. Katze, Pferd. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, der Liegestütz. Ausatmen, die Bauchlage. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, Hände Richtung Füße schieben, die Kobra. Ausatmen, der Hund. Drück die Hände nach unten, schieb deine Hüfte hoch, senke die Fersen. Einatmen, heb die Fersen hoch, rechter Fuß nach vorn, Becken tiefer, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Ein über die Hocke auftauchen, drück die Füße nach unten, streck dich ganz hoch. Ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, über vorn hochkommen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten. Ein, die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Linker Fuß, einatmen, einen großen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, Katze und Pferd. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, über den Boden schweben oder in die Bauchlage. Einatmen, Kobra. Ausatmen, der abwärts schauende Hund.
Einatmen, Fersen heben, linker Fuß vor, Blick nach vorn, Ferse zurückschieben. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Ein, über die Hocke nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen. Bevorn in den Stand, die Arme nach oben. Ausatmen, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Aus, die ganze Vorbeuge. Rechter Fuß, einatmen, zurück. Ausatmen, linker Fuß, zurück zum Hund. Einatmen, Katze und Pferd. Ausatmen, Kind. Einatmen, wieder lösen. Nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder ablegen. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, rechts nach vorn. Aus, links nach vorn. Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, nach oben zum Stand. Die Arme nach oben in die Welt strecken. Ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen. Nach oben wachsen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten Richtung Erde. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Die Beine ein bisschen mehr strecken. Einatmen, links nach hinten. Ausatmen, rechts nach hinten. Der Hund. Einatmen, nach unten. Katze. Und Pferd. Ausatmen, Kind. Einatmen, nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, links nach vorn. Ausatmen, rechts nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, lange Beine, langer Rücken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke nach oben, Beinmuskulatur hochziehen. Ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, Gefahren nach oben in die Welt strecken. Ausatmen, zur Vorbeuge nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, wie ein Gefühl des Verneigens vor dir selbst. Einatmen, rechts und langsamer, weiter Schritt zurück. Ausatmen, links zurück zum Hund. Einatmen, Katze, Knie sanft senken. Pferd. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben. Katze und Pferd. Ausatmen, der Hund. Dann bleib hier einen Augenblick, tauch nochmal in die Bewegung ein. Vielleicht gewohnte, routinierte, vielleicht auch mal andere, erfrischendere, neue. Vielleicht mal kleine Hüpfer. Und dann lande wieder. Komm an im Hund. Schieb deine rechte Ferse weit nach oben in den Raum. Lass die linke einen Moment tiefer sinken. Streck dich, werde weit. Einatmen in den hohen Liegestütz. Du kannst dein rechtes Bein oben halten oder den Fuß jetzt absetzen und ausatmen, in die Bauchlage kommen. Einatmen, eine kleine Kobra, rechtes Bein entweder heben oder am Boden belassen. Ausatmen, zurück in diesen einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Rechte Ferse nochmal weit wegschieben, ganz weit strecken. Einatmen, linke Ferse heben, Blick nach vorn. Ausatmen, rechten Fuß nach vorn setzen. Der Reiter. Finde eine gute Beckenhöhe. Nicht ganz tief, nicht ganz hoch.
eher da, wo es doch recht angenehm die Vorderseite des linken Oberschenkels dehnt. Einatmen Sie die Füße zueinander, zieht die Beinmuskulatur Richtung Becken. Ausatmen, schiebt die Füße voneinander weg. Einatmen, Füße zueinander ziehen. Ausatmen, voneinander wegschieben. Einatmen, Füße zueinander ziehen, die Arme nach vorn strecken. Ausatmen, Füße voneinander wegschieben, die Arme nach hinten schwingen. Einatmen nach vorn. Ausatmen, Arme nach hinten. Noch drei Runden. Nächste Einatmung, komm hoch in den ersten Helden. Ausatmen, senkt dein Becken angenehm tief. Einatmen, finde eine Weite und Leichtigkeit im Brustkorb. Lass ihn hochschweben. Ausatmen, den Boden spüren. Noch einmal einatmen, nach oben wachsen, die Flanken ganz lang. Ausatmen, die Hände zurück in den Hund, Schritt zurück. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, Kind. Einatmen, nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der Hund. Einatmen, das linke Bein heben. Aus, lang werden, beide Fersen weg. Linke in den Raum, rechte Richtung Erde. Einatmen, hoher Liegestütz. Hier kurz bleiben, atmen, Hände in den Boden drücken und strecken. Du kannst den linken Fuß absetzen oder gehoben lassen für die Bauchlage. Atme aus, nach unten. Einatmen, Kobra. Linker Fuß vielleicht heben. Ausatmen, zurück in den dreibeinigen Hund. Ferse wegschieben. Einatmen, rechte Ferse heben. Ausatmen, linker Fuß nach vorn. Einatmen, Füße zueinander ziehen. Ausatmen, Füße wegschieben. Mach das weiter. Mit dem nächsten Einatmen hebe auch die Arme nach vorn, mache ich ganz lang. Ausatmen, Arme nach hinten, Füße voneinander wegschieben. Einatmen, Füße zueinander ziehen, Arme nach vorn schwingen. Ausatmen, Arme nach hinten. Drei Runden. Mit dem nächsten Einatmen schwing dich hoch in den ersten Helden. Ausatmen, lass das Becken tiefer sinken. Einatmen, streck dich hoch, verlänge den Abstand zwischen Becken und Brustkorb. Ausatmen, sink noch einmal in das Becken. Einatmen, wachsen, Flanken verlängern. Ausatmen, Hände zurück in den Hund. Jetzt kommt's drauf an. Entweder magst du hier bleiben oder entspannter werden, sanfter werden in den Vierfüßler. Oder du folgst mir in der Bewegung, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer oder Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und dann komm hier an. Lass einen Moment der Ruhe entstehen. Atme diese Ruhe. Heb dein rechtes Bein hoch. Jetzt hebt deine rechte Hüfte hoch über die linke. Hüfte dreht auf, Bein zeigt nach rechts. Kurzer Blick zum linken Knie, dreht das zurück zu dir nach vorn, nicht nach innen. Und jetzt schau unter der rechten Achsel zur Seite. Wie hoch kann dein Bein sich heben? Beobachte. Probier. Magst du vielleicht noch auf der rechten Hand auf die Fingerkuppen kommen? Dann probier es auch. Und atme. Einatmen, Blick nach vorn Richtung Hände. Hinteres Bein heben. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn aufsetzen. Dreh jetzt dein linkes Bein auswärts, sodass du den Fuß flach zur Matte bringst.
Die Fersen ungefähr in einer Linie. Hinteren Fuß ein bisschen einwärts drehen. Und wenn du das Gefühl hast, das ist sehr weit weg jetzt, der Fuß, das ist sehr lang, diese Schrittstellung, dann hol den Fuß weiter ran. Oder andersrum, wenn es weitergehen sollte, dann krabbel mit dem Fuß weiter von hier weg. Im Becken angenehm tief, vorderes Knie beugen. Achte darauf, dass es über dem Fuß ist. Und das meint eigentlich nur die Richtung links und rechts. Manchmal kippt das Knie nach innen, dann führst du zurück über den Fuß. Du kannst es aber auch deutlicher beugen. Es könnte auch über den Fuß hinausschieben, wenn du das möchtest. Rechte Hand neben dem Fuß aufsetzen, vielleicht Faust, Flach- oder Fingerkuppen. Linke Arm einatmend in den Raum strecken. Dreh dich nach links auf. Wir gehen jetzt eine Bewegungsabfolge, die von hier, von der seitlichen Winkelstellung, uns nach oben bringt, den zweiten hält und das Dreieck. Hier in Parshvakonasana, dieser Winkelstellung, stell dir vor, dass deine gesamte linke Seite ganz, ganz lang wird, von der Ferse bis in die Fingerspitzen. Atme ein und streck dich in diese Länge. Atme aus und dreh dich weiter nach links. Atmen, beobachten. Rechten Fuß in den Boden drücken, stößt den rechten Ellenbogen kurz hinter das Knie auf. Geh ein Stück höher, dreh dich nach links, linke Schulter zurücklehnen, rechte auch ein Stück zurücklehnen und atmen. Schließ den Beckenboden und streck dich von dort mit dem linken Bein über die Ferse weg, mit dem linken Arm in den Raum. Dann beobachte, ob auch die rechte Flanke lang werden kann. Vielleicht so lang wie die linke. Nimm die Atmung wahr. Mit dem nächsten Einatmen schwing dich hoch. Der zweite hält. Breite die Arme aus. Die Füße gut erden. Rechtes Knie angenehm beugen. Zieh die Beinmuskulatur Richtung Becken, schließ den Beckenboden und beginn von dort nach oben frei zu werden, den Brustkorb zu heben. Leg die Schultern auf den Brustkorb ab, lass die Arme ausgleiten. Bring den Blick über den rechten Arm in die Weite und komm hier an. Ganz verankert in diesem Augenblick. Lass die linke Hand auf das Bein sinken, genau dort, wo sie einfach gut ankommt. Dreh den rechten Arm auswärts, streck ihn nach oben. Mach die rechte Seite richtig lang. Atme in diese weite Fläche. Den Beckenboden schließen, ausatmen, nach links neigen. Der Blick gerne vor dem Arm schräg hoch oder Richtung Hand oder einfach nach vorn. Und wenn du Lust auf Veränderung und Abwechslung hast, dann probier dich aus. Was magst du bewegen, verändern? Was magst du anpassen? Einmal tief in die rechte Seite einatmen, ausatmen, aufrichten, Arme ausbreiten. Jetzt streck dein rechtes Bein. Nicht so, dass es wirklich einrastet oder durchrastet. Du kannst da gerne das rechte Knie ein bisschen beugen, um sein Gefühl von Freiheit zu haben. Wenn du jetzt denkst, dass die Schrittstellung sehr weit ist, dann hol den hinteren Fuß ein bisschen ran. Justier nach. Einatmen, nach oben wachsen. Ausatmen, nach rechts ziehen, ganz weit nach rechts. Lass die rechte Hüfte unter die linke eintauchen. Noch einmal im Einatmen den rechten Arm weit von dir wegstrecken, nach vorn. Ausatmen, rechte Hand auf das rechte Bein setzen, linken Arm nach oben strecken. Das Dreieck. Atme. Zieh die Beinmuskulatur im Einatmen Richtung Becken und schieb ausatmend die Füße kräftig in die Erde. Einatmen, auch die Armmuskulatur Richtung Schultern ziehen.
Ausatmen noch weiter nach oben strecken. Der Blick nach vorn, nach unten oder nach oben Richtung linker Arm, so wie es für den Nacken passt. Und wenn du verändern möchtest, dann such dir eine neue Position. Pass sie an. Entspannter für die obere Schulter wird es, wenn du die linke Hand an die Hüfte aufsetzt. Fordernder für die Rumpfmuskulatur wird es, wenn du die untere Hand nicht mehr als Stütze nimmst, sondern beispielsweise an die Innenseite des Beins drückst. Das würde nochmal die Drehung verstärken. Und wer noch herausfordernder sein möchte, könnte mir folgen und im Ausatmen beide Arme in Verlängerung der Flanken in den Raum strecken. Dann zieh die rechte Flanke lang, richtig weit. Einatmen, strecken, ausatmen, Körperspannung aufbauen. Einatmen, noch einmal aus dieser Spannung wachsen, ausatmen, aufrichten, rechtes Knie beugen, Arme ausbreiten. Blick über die rechte Hand wieder in die Weite. Hier ankommen, nachspüren. Einatmen, mit dem rechten Arm weit nach vorn ziehen, ganz weit ausatmen, rechten Ellenbogen hinter dem Knie aufstützen, linken Arm ausbreiten. Gehen den Weg zurück. Einatmen, einmal linke Flanke ganz lang. Und ausatmen, beide Hände zurück zur Erde, hinteren Fuß aufstellen, zurück in den Hund. Komm hier an und atme. Und bewege. Eine Alternative, die es leichter macht, ist der Vierfüßler. Wenn du magst, komm dort an. Eine Alternative, die es fordernder macht, wäre der Vinyasa. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Ankommen, atmen lassen. Und wachsen. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, linke Hüfte aufdrehen. Linke über die rechte. Linkes Bein zeigt nach links. Kurzer Blick zum rechten Bein. Dreh es so auswärts, dass die Kniescheibe wieder zu dir zeigt. Dann schau unter der linken Achsel zur Seite und wachse. Gib das linke Bein in eine gute Höhe. Vielleicht höher, als du meinst. Vielleicht nicht ganz so hoch. Und wenn du magst, dann mach die rechte Hand schwer und bring die linke Hand auf die Fingerspitzen. Nochmal tief durchatmen, ganz lang werden. Und dann den Blick Richtung Hände und ausatmen, linker Fuß vor. Dreh das rechte Bein auswärts. Rechten Fuß gut absetzen. Ein bisschen einwärts drehen, so ist jetzt hier nicht ganz nach außen zeigen, sondern etwas schräger nach vorn zu dir. Den Fuß so weit in der Entfernung positionieren, dass du immer noch die Außenkante der rechten Ferse zum Boden bringen kannst. Dann beug dein vorderes Knie. Achte hier einfach immer drauf, dass es nicht so sehr nach innen oder außen fällt. Das ist über dem Fuß, egal ob du das Knie weiter oder weniger weit beugst. Linke Hand neben dem Fuß aufsetzen. Einatmen, Parshvakonasana. Rechten Arm heben. Schau nach rechts und streck dich. Mach die gesamte rechte Seite richtig groß, ganz weit wachsen und atmen. Und immer wieder anpassen, die Routine verlassen, Neues entdecken, Veränderungen zulassen. Eine Veränderung ist ein Schritt nach oben. Jetzt bitte ich dich, linken Ellenbogen kurz hinter dem Knie aufzusetzen. Ein Stück höher. Und das verändert was. Dreh dich nochmal nach rechts und streck die rechte Seite. Beobachte hier. Pass es für dich an. Lass es atmen. Zieh die Beinmuskulatur Richtung Becken. Schließ den Beckenboden dabei. Lass die linke Flanke lang werden, genauso wie die rechte Flanke. Und atme aus, werd nochmal lang. Einatmen. Mit dem nächsten Ausatmen richte dich auf, breite die Arme aus. Der zweite hält, Virabhadrasana 2.
Nochmal einen Blick zu den Füßen, hinteren leicht einwärts drehen, die Innenseite des Oberschenkels wegschieben nach hinten, vorderes Knie angenehm beugen, Brustkorb leicht werden lassen, verlängere die Flanken, leg die Schultern auf den Brustkorb ab, streck die Arme aus und schaube den linken Arm ganz weit in die Ferne. Finde die Präsenz im Augenblick. Präsenz und Klarheit. Und Ruhe. Noch einmal tief durchatmen. Ausatmen, rechten Arm nach unten senken. Drehe den linken Arm auswärts. Atme ein, streck dich nach oben, streck die linke Seite. Zieh dich richtig groß und atme aus, neig dich nach rechts. Die rechte untere Hand stützt sich. Die linke obere Hand fließt in die Seitborge. Über den Kopf nach rechts. Der Blick nach vorn oder vor dem Arm nach oben in die Welt. Lass die linke Seite atmen. Noch einmal tief einatmen. Ausatmen, wieder zurück nach oben. Streck dein linkes Knie. Nicht so, dass es einrastet. Lass es noch lebendig werden. Wenn die Schrittstellung jetzt für das Dreieck sehr weit ist, dann hol den hinteren Fuß ein bisschen weiter ran. Atme ein, breite dich aus. Atme aus, entspann dich. Einatmen, zieh dich mit dem linken Arm weit nach links. Linke Hüfte unter die rechte schieben. Ausatmen, rechten Arm nach oben, linken Arm nach unten. Breite dich aus. Nutz die untere Hand als Stütze auf deinem Bein, egal ob Ober- oder Unterschenkel. Der Blick entweder nach unten, nach rechts weg oder nach oben. Atmen und wachsen. Wenn du eine Veränderung möchtest, dann wäre die eine beispielsweise, den oberen Arm, die Hand Richtung rechte Hüfte zu setzen, um die obere Schulter zu entlasten. Eine andere Möglichkeit, etwas mehr Kraft zu bekommen, wäre, die untere linke Hand an die Innenseite des Beins zu bringen oder ein bisschen an das Bein zu drücken und dadurch die Drehung nach rechts zu vertiefen. Eine andere herausfordernde Variante wäre, die Mitte des Körpers zu stärken und ausatmen, beide Arme wegzustrecken, in Verlängerung der Flanken. Atmen, linke Seite ganz lang über die Fingerspitzen ausstrecken. Mit dem nächsten Einatmen alles wieder aufrichten. Ausatmen, Arme ausbreiten, linkes Knie beugen. Einatmen, nach oben wachsen mit dem Oberkörper. Ausatmen, entspannen. Einatmen, mit dem linken Arm nach vorn ziehen, ganz, ganz weit vor. Ausatmen, Ellenbogen aufstützen, rechten Arm über dem Kopf ausstrecken. Wieder zurück in der seitlichen Winkelstellung. Nochmal anpassen, adaptieren und atmen. Einatmen, rechte Seite richtig lang ziehen, linke auch. Ausatmen, die Hände zurück und diese Weite der Seiten mitnehmen zum Hund. Hände nach unten drücken, schieb dein Becken hoch, ganz hoch, noch ein bisschen weiter, beug dafür die Knie, noch einmal ganz weit in den Raum schieben mit dem Becken, richtig schieben, schieben, schieben und dann die Fersen langsam senken. Atmen. Wer mag ein letztes Mal der Vinyasa? Einatmen, der Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Atmen in den Raum des Rückens. Nächste Einatmung, Katzenbuckel. Knie sanft senken, Pferderücken. Ausatmen, das Kind.
Einen Moment hier bleiben. Tief atmen. Komm auf die Fingerkuppen. Ist nicht ganz die Entspannung, die wir hier wollen. Es ist eher noch so eine Grundaktivität. Und wenn du auf den Fingerkuppen hier bist, dann hast du diese Aktivität im Arm- und Schulterbereich schon mal. Schieb das Becken zurück Richtung Fersen. Atme aus dabei. Atme ein. Komm zum Vierfüßler, die Hände wieder flach. Katzenbuckel im Ausatmen. Pferderücken im Einatmen. Mach das für dich die nächsten Runden weiter. Und beobachte, was ist das jetzt für ein Körpergefühl? Das ist sicherlich nicht mehr das Routinierte. Das ist ein neues, anderes Körpergefühl. Zwei Runden. Komm zu einem neutralen langen Rücken an dem Vierfüßler. Jetzt streck den rechten Arm weit nach vorn, setz die Hand ganz weit vor dir auf. Linke Hand nutze hier als Kissen für die Stirn und leg die Stirn langsam nach unten. Lass einen Moment der Weite in der rechten Seite entstehen. Beobachte, für dich magst du die Hand flach abgelegt lassen oder mal auf die Fingerkuppen heben und den Unterschied spüren. Was ist für dich jetzt passender? Auf den Fingerkuppen mit dieser Aktivität bleiben oder etwas entspannter Watte machen auf der flachen Hand? Lass dein Brustbein Richtung Erde sinken. Und komm wieder zurück in den Vierfüßler. Ausatmen Katzenbuckel, einatmen Pferderücken. Noch zweimal. Dann findet seinen neutral langen Rücken zurück. Jetzt die linke Hand weit nach vorn greifen. Aufsetzen, rechte Hand als Polster für die Stirn. Die Stirn ablegen. Das Brustbein Richtung Erde sinken lassen. Linken Arm ausgleiten lassen nach vorne. Und dann beobachte, magst du die Hand flach lassen oder neugierig verändernd die Hand auf die Fingerkuppen heben. Spür, was für dich jetzt passender ist. Und atmen. Dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Noch zweimal Katze und Pferd. Komm zu einem neutral langen Rücken. Stell die Füße bitte auf. Drück die Füße, also mit den Fußballen in den Boden. Fächer die Hände auf. Drück die Handflächen, Handgelenke, die Fingerkuppen und die Grundgelenke der Finger in die Yogamatte und atme aus, zieh die Knie ein kleines Stück hoch. Verweile hier in der Kraft und atme. Die Hände nach unten drücken. Ausatmen Katzenbuckel, einatmen Pferderücken. Noch drei Runden. Mit dem nächsten Einatmen lang werden, ausatmen, Knie wieder aufsetzen und in die Bewegung fließen. Katze, Pferd und räkeln. Und dann komm bitte zum Sitz. Du kannst gerne auch die Füße kreuzen, dich nach hinten schwingen oder andersweitig mit den Füßen nach vorn kommen. Jetzt das linke Bein bitte ablegen, linke Ferse weit wegschieben. Gesäßmuskulatur gerne nach hinten wegziehen, rechten Fuß aufsetzen.
Das kann innen oder außen am linken Bein sein, je nachdem, was für dich jetzt passt. Linke Hand mal um das Knie herum, einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, dreh dich nach rechts, stütz die rechte Hand hinter dir auf. Wer mag und die Drehung aus dem Hüftbereich heraus etwas zu vertiefen, der kann den linken Fuß auf die rechte Seite schwingen. Wenn du das nicht magst, beispielsweise weil es für das linke Knie oder für eines der Gelenke jetzt nicht ganz so wohlig ist, dann bring den linken Fuß zurück. Oder alternativ, du kannst dich auch auf etwas setzen und das Becken höher bringen und dadurch wird es leichter. Also variier, verändere und atme aus, dreh dich nach rechts. Atme ein, wachs nach oben, finde Weite und Länge. Ausatmen, entspannen nach rechts. Einatmen, aufrichten und wachsen. Entspann dein Gesicht und die Kiefergelenke. Und finde Weite in den Hüftgelenken. Lass dein Becken schwer werden. Und stell dir vor, von unten, vom Becken aus, wringst du dich nach oben, nach rechts. Auch der Blick vielleicht nach rechts, über die rechte Schulter. Noch einmal tief durchatmen. Und mit dem nächsten Einatmen wieder zurück, rechten Arm nach oben. Ausatmen, alles auflösen. Jetzt rechtes Bein bitte ablegen, rechte Ferse wegschieben, linker Fuß aufsetzen, innen oder außen am rechten Bein. Wenn das für dich angenehm war, mit dem rechten Bein jetzt zur linken Hüfte zu kommen, man merkt das. Hüften sind generell unterschiedlich, die rechte ist nie gleich wie die linke. Wenn du jetzt merkst, es ist viel leichter, dann greif das auf und vertief dich in dieser Seite noch mehr. Wenn du merkst, da ist jetzt ein Widerstand, da geht es nicht so weit, dann entscheide, magst du das auflösen, wenn du dich höher setzt, hilft das schon? Oder wenn du den rechten Fuß wieder nach vorn bringst, bitte für dich anpassen. Einatmen, dann den linken Arm heben. Ausatmen, nach links drehen, linke Hand hinter dir aufsetzen. Entspann die Gelenke, die Hüftgelenke, die Kiefergelenke. Lass diese Haltung weicher werden. Und das unterstützt die Ausatmung. Finde ausatmend ein Gefühl einer Weiche. Eine Weichheit. Und das vertieft die Drehung nach links. Und dann, nach diesem Vertiefen, folgt die Einatmung, die dir Größe und Länge schenkt, die dich aufrichtet. Atmen und drehen. Der Blick vielleicht nach vorn oder über die linke Schulter. Noch einmal tief atmen. Einatmen, linken Arm zurück nach oben. Ausatmen, auflösen. Bring beide Beine nach vorn und schüttel sie bitte aus. Gut. Wieder aufrecht setzen, bitte im langen Sitz, Dandasana, die Fersen wegschieben, Oberkörper aufrichten, Gesäßmuskulatur gerne nochmal nach hinten wegführen. Es ist die linke Ferse nach vorn orientiert, stell den rechten Fuß auf und bring den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Wenn das jetzt drückt, weil beispielsweise der Fußknöchel auf den Muskel drückt, dann versetzt den Fuß ein Stück nach außen oder holst du dir so ein etwas Weiches drunter, sodass es nicht so sehr den Oberschenkel drückt.
Wenn du magst, dann bau dir was unter das linke und das rechte Knie oder unter den rechten Oberschenkel. Und dann atme ein, richte dich auf. Ausatmen, roll den Kopf ein, senk dein Kinn Richtung Brustbein, runde den Rücken, bring die Hände nach vorn. Linke Knie, linke Unterschenkel, linke Fußgelenk oder linker Fuß, da wo du gut hinkommst. Linke Ferse wegschieben und dann tauchen die Dehnung ein, die Dehnung des linken Beins in der Rückseite. Lass das Gewebe des Körpers weicher werden. Lass es atmen. Entspann noch einmal deine Kiefergelenke und dein Gesicht, deine Stirn. Entspann den Raum hinter der Stirn. Und damit auch die Gedanken. Finde eine innere Gelassenheit. Lass diese Dehnung dann auch im Körper zu, mit diesem Gefühl, mit diesem Zustand. Wenn du etwas verändern möchtest, dann führ beispielsweise dein Brustbein etwas weiter nach vorn Richtung Fuß. Beobachte, was sich verändert. Und dann komm wieder nach oben, richte dich auf, rechtes Bein langsam ausgleiten lassen und ausschütteln. Beginn die Füße zu kreisen. Und dann komm wieder an im langen Sitz, richte dich gut auf. Lass die rechte Ferse weggleiten, stell den linken Fuß auf und jetzt bring den Fuß auf den rechten Oberschenkel. Finde eine gute Position, wo der Oberschenkel nicht so sehr gedrückt wird durch den Fußknöchel beispielsweise. Und dann atme ein, richte dich auf, schieb das rechte Bein weg, atme aus, führe dein Kinn Richtung Brustbein, runde dich nach vorn über dein rechtes Bein. Nun fokussiere dich nicht so sehr auf die Dehnung der rechten Beinrückseite. Fokussiere dich auf das Gefühl zu entspannen. Weniger zu wollen oder zu beeinflussen oder zu kontrollieren und mehr zuzulassen und auch etwas abzugeben. Anstrengung, Anspannung. Und finde eine innere Einstellung zu dieser intensiven Dehnung. Macht es die Gedanken fest? Macht es den Geist fest? Wenn ja, dann atme dieses Feste aus dem Geist heraus. Werd weicher. Entspann den Raum hinter der Stirn. Dein Gesicht, deine Kiefergelenke. Und dann den gesamten Körper. Lass es atmen. Und wenn die Neugier auf Veränderungen entsteht, dann verändere etwas. Vielleicht in der Position der Hände, vielleicht in der Länge des Rückens, wenn dein Brustbein weiter nach vorn strebt.
und dann komm wieder zurück nach oben. Das linke Bein ausgleiten lassen, Füße ausschütteln, Beine ausschütteln. Und dann kreis mit den Füßen. Gut, schieb beide Fersen von dir weg, bring die Beine zueinander, stütz die Hände hinter dir auf, gehen aus der Dehnung kurz in die Energie der Kraft. Die Hände hinter dir gerne mit den Fingerspitzen Richtung Gesäß oder nach außen oder nach hinten. Probier, was den Handgelenken jetzt am besten erscheint. Zieh die Beinmuskulatur Richtung Becken, schließ den Beckenboden, atme aus, heb dein Becken hoch in die Planke. Atme. Und wenn du möchtest, dann tauch in den Schultergürtel nach unten ein, während dein Becken hochhebt. Lass den Kopf ganz langsam zurückgleiten nach unten und atme. Nach unten drücken, mit dem Becken nach oben heben. Schieb dich ein bisschen vor zurück, finde eine Mittelposition und streck die Füße nach vorn. Becken heben, atmen und dann komm zurück, Schritt für Schritt nach unten. Und atme ein, richte dich auf, atme aus, stell die Füße vor dir auf. Einatmen, heb die Arme nach vorn, ausatmen, schließ den Beckenboden, roll dich Wirbel für Wirbel Richtung Erde, ganz in Ruhe. Einatmen, lass dich ausgleiten, bring die Arme nach hinten, verhack die Daumen. Streck die Füße ganz lang, die Zehenspitzen nach vorn, atme aus, entspann dich. Einatmen, strecken aus der Mitte des Körpers über die Fingerspitzen und die Fußzehen. Ausatmen, entspannen. Noch zweimal. Einatmen, richtig groß werden, größer als normal, als routiniert. Ausatmen, entspannen. Und noch einmal, letzte Möglichkeit zu wachsen, ganz groß. Einatmen, strecken, noch weiter in den Raum strecken. Ausatmen, loslassen. Bring die Hände nach vorn, stell die Füße auf, greif die Knie oder Schienbeine, zieh sie zu dir heran und schaukel rechts und links vor zurück. Und beginn den unteren Rücken zu massieren. Wenn du auch hier eine Veränderung möchtest, dann zieh beispielsweise mal die Beine weiter ran und beobachte, wo dann die Bewegung im Rücken entsteht, wo du an welchen Stellen den Rücken massieren kannst. Oder schieb die Füße mal weiter weg und die Knie nach vorn, sodass du diese Massage mehr zum Kreuzbeinbereich bringst. Nun such dir die wohligste Stelle aus, die massiert werden möchte. Ja, und dann stell die Füße auf, breite die Arme zur Seite aus. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts und lass dann die Knie nach links sinken. Versetz den Kopf etwas nach links und roll ihn dann nach rechts, sodass der Blick oder sogar der Blick mit geschlossenen Augen über die rechte Hand hinweg streicht. Und dann probier dich aus diesem Gewohnten, vielleicht mal irgendwann Ungewohntes. Du könntest die Knie weiter ranziehen, gucken, beobachten, was sich verändert oder weiter wegbringen. Oder mal das obere Bein ausstrecken und wegschieben. Spür, was es mit der Dehnung macht. Lass den rechten Arm gern auch noch weiter nach hinten fließen. Und wenn du ein Gefühl hast, dass du angekommen bist, genau dort, wo es gut ist, dann verweil dort. Entspann dich in die Drehung. Beobachte. Und gib Anstrengung und etwas Festes mit der Ausatmung ab. Finde einatmend ein Gefühl des Erfrischens.
Einatmen noch einmal in die Länge fließen, in die Drehung entspannen. Ausatmen, komm wieder zurück. Von hier das Becken etwas nach links, eine halbe Breite vielleicht. Lass die Knie nach rechts gleiten. Den Kopf versetze ihn nach rechts und dann roll ihn auf die linke Seite. Du kannst gerne die Augen schließen und mit geschlossenem Blick über den linken Arm hinwegschauen. Wenn du jetzt erstmal in diesem Routinierten angekommen bist, dann probier etwas Neues. Den linken Arm in eine andere Position beispielsweise. Oder mal das linke Bein von dir wegstrecken. Oder die Knie weiter zu dir ranziehen. Finde für dich eine Haltung, in der du sein möchtest. Die vielleicht anders ist als die, die du sonst machst an dieser Stelle. Und die doch genauso, mindestens genauso wertvoll ist. Und du bist dort richtig, wo es dir gelingt, Anspannung, Anstrengung auszuatmen. Wo diese Haltung also weicher wird im Laufe der Zeit. Lass es atmen. Und komm wieder zurück zur Mitte. Lass dich ausgleiten, schieb diesmal die Fersen weg, verschränk die Finger und dreh die Handinnenflächen nach hinten. Atme ein, streck dich ganz weit, atme aus, entspann dich in die Größe. Noch dreimal bitte. Räkeln, strecken, wachsen. Und dann bring die Arme zurück, stell die Füße auf. Zieh die Knie zu dir ran und streck die Füße nach oben aus. Heb den Kopf, schau nach vorne Richtung Oberschenkel, verschränk die Hände hinter dem Kopf. Einatmen, linken Fuß nach oben schieben, ausatmen, rechtes Bein ein Stück nach vorn ausscheren lassen. Und hier kannst du justieren, genau dort, wo es die Körpermitte aktiviert. Atme. Entspannter wäre es, beide Knie zu beugen. Fordernder wäre es, lang zu werden und dich weiter hochzurollen. Einmal tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein heben. Einatmen, Füße nach oben, ausatmen, kurz das Becken hochschieben. Einatmen, zurück, rechtes Bein ausstrecken nach oben, ausatmen, linkes Bein nach vorn ausscheren lassen. Und hier bleiben und atmen. Nochmal die Kraft spüren. Sanfter werden, um die Knie weiter zu beugen oder herausfordernder, die Beine weiter zu strecken und dich weiter hochzurollen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen, linkes Bein hoch. Einatmen, beide Fersen hochschieben, ausatmen, Becken hochschieben. Einatmen, zurück. Ausatmen, auflösen, Füße aufstellen, Kopf zurückbringen, Arme nach vorn bringen und noch einmal die Knie umarmen, bitte. Und dann schaukel und verwöhn dich. Und dann finde einen Weg hoch zum Sitzen. Vielleicht ein routinierter, gewohnter Sitz, vielleicht auch ein ungewohnter anderer Sitz, wenn du Lust darauf hast. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann schließ die Augen.
Wir haben in der Yoga-Praxis mit dem Verhältnis aus Routine und Veränderung gespielt. Wir haben eine bestimmte Bewegungspraxis zur Routine werden lassen und haben uns daran gewöhnt und sie dann verändert und Neues eingeführt. Aber auch wenn wir das größer sehen, ist Yoga ja nicht eine Alltagsroutine, jedenfalls nicht immer. Und Yoga führt uns in Bewegungen, die wir sonst im Alltag seltener machen und die uns aus der Routine des Gewohnten herausbringen. Und das möchte ich jetzt aufgreifen mit dir und nochmal ganz neugierig in den Körper spüren, wie er sich jetzt nach diesem Moment, der hinter uns liegt, nach der Yoga-Praxis, wie sich der Körper anfühlt. Für dich bitte einen Scan, so einen inneren Scan, einen Blick durch den Körper, von unten nach oben. Und auf dieser Reise, wo spürst du was im Körper? Nimm auch die Atmung wahr. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Wie wirst du geatmet? Und dann lass die Atmung gerne noch mal tiefer fließen. Schenke ihr ein tiefes, feines Fließen. Bring auch diesen inneren Beobachter zum Geist. Wie geht's dir dort? An was denkst du oder was ist in dir präsent? Vermutlich hat diese Zeit, die wir erfahren durften, auch den Geist verändert, hat ihn aus der Routine und aus den routinierten Gedanken herausgeführt. Und so lass uns mit dieser Erfahrung des Neuen, mit dieser Veränderung, diese gemeinsame Stunde beenden und aufbrechen in ganz individuelle neue Wege, die für jeden von uns jetzt noch vor uns liegen. Bring also zum Ausklang der Stunde die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Und dann atme tiefer aus und atme ein, öffne die Arme über die Seite mit einem Bogen hoch über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, dann zur Stirn, zum Mund, zum Herzen. Noch einmal einatmend die Arme ausbreiten. Ausatmend die Hände zurückführen zum Herzen. Wenn du magst, dann gerne eine Verneigung. Und die vor dir selbst
mit einem Danke für die Zeit, die du fandest. Einem Danke für die Möglichkeit, aus dem Gewohnten das Neue zu entdecken. Und aus der Routine des Tages auch auszubrechen. Und dann richte dich bitte wieder auf und öffne die Augen. Ich danke dir für das Teilhaben an dieser Stunde. Yoga führt uns ja immer aus der routinierten und gewohnten Bewegungsform des Alltags heraus. Wir erfahren da Neues. Und das macht uns bereit, vielleicht nicht nur körperlich auch mal andere Dinge auszuprobieren oder mal die Bewegungsroutine oder die Bewegungsarmut, die ein Teil der Routine des Tages ja auch ist, mal zu durchbrechen. Und das ist manchmal auch sehr schön für den Geist, ja, über das Beobachten Muster zu entdecken, die routiniert sind. Ja, denn wir haben oft so einen gleichen Tagesablauf oder bestimmte Situationen bringen uns in bestimmte routinierte Verhaltensmuster. Und das zu erkennen, einerseits zu wissen, dass Routinen gut sind und wichtig sind, aber andererseits auch, dass eine Routine nicht immer bereit ist für was Neues. Und das zu durchbrechen und das Gewohnte zu einer neuen Routine zu transformieren, etwas, das anders ist oder auch mal Abwechslung bietet oder eine Veränderung bietet, das wünsche ich dir am Ende dieser Stunde, auch für den Alltag, der vor dir liegt. Und danke, dass du heute ein Teil dieser Praxis warst. Bis bald, wenn du magst. Namaste.